Das Wort hat die Kollegin Dr. Lucretia Jochimsen für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich singe leidenschaftlich gern, aber meistens nicht sehr gut. Und insofern erspare ich uns hier eine Intonation zu Beginn dieser Rede. Musik spielt im kulturellen Selbstverständnis der Bundesrepublik eine wesentliche Rolle. Die Bundesregierung misst der Pflege des Musiklebens einen hohen Stellenwert bei. Solch Grundsätzliches liest man gern, vernimmt es mit Freude, Genugtuung, ja Stolz. Deutschland, eine Musiknation von alters her bis auf den heutigen Tag. Wenn man dann allerdings in der umfangreichen Antwort der Bundesregierung auf die große Anfrage zur Musikförderung durch den Bund in den konkreten, sachlichen Teil der Statistik nachliest, welche Jahreseinkommen 2009 nach Auskunft der Künstlersozialkasse Musikerinnen und Musiker hatten, Orchestermusiker, ernste Musik, 9.237 Euro im Jahr. Instrumenten, Solist, ernste Musik, 10.498 Euro im Jahr. Oper, Operetten, Musicalsänger, 9.585 Euro im Jahr. Lied- und Oratoriumsänger, 10.335 Euro im Jahr. Dann stimmt doch etwas nicht. Da tut sich ein gravierender Unterschied auf zwischen der Proklamation und der Wirklichkeit. Auch Komponisten, Texter und Librettisten kommen im Jahr gerade einmal auf rund 16.000 Euro, das sind 1.333 Euro im Monat. Glanz und Elend, könnte man sagen, spiegelt diese Ausarbeitung der Bundesregierung zur Musikförderung durch den Bund. Nun hat Staatsminister Neumann gestern im Kulturausschuss betont, dass die Förderung durch den Bund ja nur subsidiär sei, zusätzlich, da die Förderung von Musik vorrangig Aufgabe der Länder ist. Aber das ändert ja nichts an den Arbeits- und Einkommensverhältnissen der Musikerinnen und Musiker in allen vielfältigen Sparten der Kunst in unserem Land. Daran ändert das ja gar nichts. Es ist zu begrüßen, dass mit dem vorliegenden Bericht eine wichtige Übersicht vorliegt. Sie könnte allerdings strukturierter und systematischer sein. Und am besten wäre es, wenn sie einem umfassenden Kulturbericht zugeordnet wäre, wie ihn die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland bereits vor Jahren gefordert hat. Die Musikförderung des Bundes hat zwei Ziele. Einerseits die Bewahrung des Erbes und die umfassende Erschließung und Vermittlung seiner Potenziale. Andererseits die Entwicklung der zeitgenössischen Musik und ihre Rezeption. Das ist nicht leicht zu leisten, wenn die Mittel nicht von Jahr zu Jahr steigen. Denn die Pflege des Erbes wird ja von sich aus nicht weniger. Aber das Zeitgenössische nimmt zu, braucht mehr Unterstützung und braucht Mut zum Experiment. Wie also die Balance halten, Gerechtigkeit walten lassen? Rund 44 Millionen Euro stellt die Bundesregierung für die Musikförderung 2010 zur Verfügung. Ein Viertel dieser Summe ging an die Rundfunkorchester und Chöre in Berlin. Das ist eine Aufgabe und Verpflichtung, die aus der Vereinigung unseres Landes herrührt, eine glanzvolle Verpflichtung von wahrhaft gesamtstaatlicher Relevanz. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungen im Hauptstadtkulturvertrag. Kostenfaktor 4,3 Millionen Euro. Bleiben rund 28 Millionen Euro als Fördersumme. Werden sie gerecht verteilt zwischen alt und neu? Jazzmusikerinnen und Musiker haben in diesen Tagen mehr als 1.000 Unterschriften gesammelt und fordern mehr staatliche Subventionen und vor allem mehr Spielstätten. Gleichbehandlung mit der ernsten Musik. In der Künstlerförderung der Initiative Musik sind 17,7% Jazzprojekte.
Das entspricht einer erbärmlichen Summe von rund 230.000 Euro im Jahr und gefördert wird nur dann, wenn die Musiker selbst 60% der Projektkosten aufbringen können. Wie sollen da viele Musiker überhaupt gefördert werden unter dieser Regel? Lässt sich da noch von einer einigermaßen gerechten Mittelverteilung reden? Nein. Ein Umverteilungsvorschlag. Rund 2,3 Millionen Euro gehen jedes Jahr vom Bund an die Bayreuther Festspiele. Ein Musikereignis, das sich vor Nachfrage kaum retten kann. 400.000 Kartenbitten können jedes Jahr nicht berücksichtigt werden. Die Bundesregierung erklärt uns, dass sie seit 1953 die Festspiele mitfinanziert, damit sie, Zitat, bei bezahlbaren Karten für breite Bevölkerungsschichten zugänglich seien. Das ist doch Hohn und Spott, meine Kolleginnen und Kollegen. Schauen Sie sich doch mal an, was heute in Bayreuth passiert. Breite Bevölkerungsschichten, bezahlbare Karten, Hohn und Spott. Und solange das so ist, könnten die 2,3 Millionen Euro gut anderen Projekten zugutekommen. Das wäre dann übrigens das Zehnfache für den Jazz, für zeitgenössische Musik. Ich danke Ihnen. Rainer Deutschmann hat das Wort.